Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. So, theoretisch, das Glück ist uns hold, wir haben Tickets. Ein Adult-Ticket, das heißt für einen Erwachsenen. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Ich hasse mich. Tut mir leid. Ich hasse mich, ganz ehrlich. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Komm, Alice. Ich hasse mich, ganz ehrlich. Sicherheitskontrolle. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Ich hasse mich wirklich dafür. Ganz ehrlich. Ich fühle mich scheiße. So richtig scheiße. Aber wir kommen aus Amerika raus, was... Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Die holen einfach den nächsten Bus. Nein, sie sterben nicht. Wir beschwichtigen sie. Nein. Nein, natürlich nicht. Sie holen den nächsten Bus. Oh, wie scheiße kann ich mich fühlen. Wir hätten auch einfach bestimmt außen rumgehen können. Und wenn jetzt dann noch so eine Meldung kommt mit, das Baby ist gestorben, dann bringe ich mich um, ganz ehrlich. Oh, wie scheiße kann man sich bitte fühlen. Och, nee. Wir sind wenigstens sicher im Bus Richtung Kanada. Jajajajaj. Hart Plaza, Downtown. Okay, wir haben hier eine kleine Festung aufgebaut. Ich fühle mich zwar immer noch scheiße, aber okay. Puh. Hallo Reporter. Mich würde interessieren, wie stark die öffentliche Meinung auf unserer Seite ist. Barrikade verstärken. Dann springen wir mal runter. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Halte die Barrikade. Warum habe ich das Gefühl, dass halte die Barrikade nichts Gutes heißt? So, das hier könnten wir ausreißen. Die Bank könnten wir ausreißen. Wir könnten natürlich auch einfach das Auto hier nehmen. Warum sollte ich die Bank ausreißen, ganz ehrlich? Ich verstehe es nicht. Schieb! Ich frage mich übrigens immer noch, was mit hier Connor 2 ist und Connor 3, 4, 5. Weil wahrscheinlich ist das nicht der einzige Connor. Jetzt will er Dings und schieb, 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 schieb. So, dann haben wir jetzt... Das sollte reichen. Okay, jetzt haben die Dinger, die Androiden das Ding doch ausgerissen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Zwar bringt das Ding jetzt nicht so sonderlich viel, wenn man das so hinstellt. Das verschafft uns Zeit. Aber okay. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Jupp, wir tun ganz bestimmt das Richtige.
Ich hoffe bloß, dass wir das Ganze auch... Also alle wahrscheinlich nicht. Unterstütze deine Leute, schicke den Journalisten eine Botschaft. Also alle werden wir bestimmt nicht überleben. Aber ich hoffe, dass es die meisten sind. Genau so halte ich das Feuerzeug auch immer, wenn ich irgendwas anzünden möchte. Einfach mitten in der Luft, das ist eine super Idee. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Echt? Viele von uns sind tot. Echt? Es hätte mich treffen können. Ja, hätte. Ich habe Angst, ich will mich nicht abschalten. Ich glaube, ich sollte hier jetzt mit ein bisschen mehr... Wir werden ihn inspirieren. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier. So, er ist wieder besser drauf. Bloß ich habe so ein bisschen Angst. Wie kann ich... Okay, wir lesen hier zuerst mal eine Zeitschrift. Androidenaufstand in Detroit. Da vorne ist Simon. Bieten ein apokalyptisches Bild. Okay. Polizei und Militär sind bereit. Captain Fowler kommt mir irgendwie bekannt vor. Captain Ferrer Fowler. Feed Lost. Das ist eine geile Zeitung. Vor allem, das macht einen Krebs, Augenkrebs sich mäßig unterwegs. Das war jetzt natürlich deutschig. So, wir könnten die Flagge hier nehmen. Und könnten sie hier hinstellen. Ist das jetzt das Zeichen für die Journalisten oder nicht? Also, die Flagge sieht man jetzt nicht so sonderlich gut, aber okay. Und warum mussten wir das als Anführer machen? Keine Ahnung. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie ein Zeitlimit haben oder ähnliches. Darum versuche ich mich zumindest ein bisschen zu beeilen. So, jetzt sehen wir wieder dieses ominöse Geisterfeuerzeug. Da wären ein paar Tote. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Das haben wir leider die letzten 1000 Jahre gesehen und das werden wir auch in Zukunft sehen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Die Menschen waren schon leider immer so. Was kann ich hier machen? Ach nee, da drüben konnte ich die Zeitung lesen, okay. Schauen wir mal, was können wir hier noch Tolles tun? Ich frage mich halt immer noch, wie wir den Journalisten irgendwie ein Zeichen senden können. Marcus, wir haben, was du wolltest. Was wollte ich denn? Ich werde zuerst mal hier rüber gehen. Nein, da ist North, das heißt, das will ich vorerst mal nicht. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Gut, was schicken wir ihnen? Gefangene, Gleichheit, lebendig. Wir sind lebendig. Das klingt doch gut. Das Ding hat eine geile Reichweite. We are alive. Das ist gut für die öffentliche Meinung. Ich hoffe so sehr, dass die auf unserer Seite dann sind. Das wäre sehr, sehr toll, wenn das so wäre. Hi, North. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Ich hoffe bloß, dass uns das wirklich was nützt und wir nicht sterben werden. Andere Gruppen, Lager, Menschen, Menschen. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Wow, Markus, du kannst wirklich Hoffnung machen.
Wir sind verzweifelt. Ich hatte wirklich gehofft, Sie würden verstehen. Dass Sie begreifen, wie sehr Sie uns verletzen. Warum wollen Sie nicht erkennen, wer wir sind? Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Auch wenn ihr sterben werdet. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Gib ihr wenigstens einen Kuss, ganz ehrlich. Gut, mag er nicht. Von mir aus. Dann haben wir jetzt einfach bloß noch hier uns aufs Podest stellen und sie rücken vor. Das hält sie nicht auf. Natürlich hält sie das nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Das ist jetzt die... Standhalten. Wir werden... Das ist die einzige Option. Einfach uns nicht rühren. Kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Also ich hoffe, dass wir es schaffen mit Connor. Marcus! Kommt drauf an, mit welchem Marcus, Connor, aber okay. Marcus? Hallo, Idiot. Ich will mit dir reden, Marcus. Hi, Idiot. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht, das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich traue diesem Typen überhaupt nicht. Aber es wäre ein gutes Zeichen für die Öffentlichkeit. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Dann macht ihr einfach weiter. Das Risiko muss ich eingehen. Ihr braucht keine Anführerperson. Und wenn, dann sterbe ich als Held. Mir fehlt gerade das Wort als Märtyrer, genau. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Andere Demonstrationen. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Wow, shit. Ich werde... Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Das ist keine Rettung. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Ich vertraue dir auf keinen Fall. Handel ablehnen. Ist X. Ich schaue nochmal auf den Controller. Handel ablehnen. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. War das die richtige Entscheidung? Ich hoffe es sehr. Im Prinzip müssen wir bloß lang genug durchhalten. Und mit Connor irgendwie überleben. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten.
Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Und es beginnt. Gefällt mir überhaupt nicht. Hi, Connor. Dein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution. Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Wir werden bluffen. Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Ich mag mich nicht entscheiden. Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Wir werden ihn überzeugen. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Ich habe Angst um Connor. Um Hank. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut. Du gewinnst. Schießen, dazwischen gehen, umwandeln. Wir werden dazwischen gehen. Um Gottes Willen. Was war denn das für ein komisches Tastendings? Ich mag, habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Quicktime-Events mag, bloß bestimmt 10.000 Mal in diesem Let's Play. Das Einzige, es ist wahrscheinlich nie eine gute Idee, gegen sich selbst anzutreten. Aber momentan... Moment! Ich weiß selber nicht mehr. Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist, wer ist wer? Ich mag sowas nicht. Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Das Problem ist, ich weiß selber nicht, wer wer ist. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Mein Sohn, wie heißt er? Fucking nochmal. Cole. Cole. Gut, dass ich mir das nicht merken musste. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Gut, das wusste ich gar nicht. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Danke, Hank. Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Ich bin wirklich froh, Hank zu... Also ganz ehrlich, Hank, der ist einfach...
Ein super Typ, ganz ehrlich. Gut. Dann werden wir jetzt mal, ich hoffe, den anderen zur Hilfe kommen. Und ich hoffe, jetzt beginnt eine Kettenreaktion. Wach auf! Jupp. Wenn jetzt alle gleichzeitig reden, dann hoffe ich, dass das nicht so schlimm wird. Ja, okay. Geht. Passt. Bisschen spooky wird das jetzt schon, wenn die alle los. Grenze zwischen den USA und Kanada, außerhalb von Detroit. Natürlich wollen sie alle raus und natürlich gibt es da dann Grenzkontrollen. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, habe ich immer noch die Knarre. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Ja, wir haben den Bus schon verlassen. Gut, dann gehen wir mal. Noch sind wir auf amerikanischem Boden. Hier lang bitte. Any detected android will be bar nous procédons analyse des voyageurs pour détecter bla bla bla. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Caro? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Was zum Teufel machen wir jetzt? Wir kommen nicht durch, Carol. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Carol. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Suche Hilfe. Da drüben gäbe es was, hier gäbe es was, da gäbe es was. Da ist ja bloß das Schild zum Anschauen, oder? Nächster bitte. Passportkontroll. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Gut, sowohl Luther als auch Jerry sind auf unserer Seite. Hilfe gefunden. Finde einen versteckten Ort. Wo soll ich einen versteckten Ort finden? Hier zum Beispiel. Die Kloletten. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Voll freundlich. Also wirklich. Gut, was können wir hier machen? Eigentlich nichts außer in den Spiegel schauen. Das ist schon mal sehr, sehr toll. Ich habe ein bisschen Angst. Was können wir jetzt noch bitte tun? Rose. Oh, Mark.
Ich bin so froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Was ist mit Alice? Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Kontrolle. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch machen. Das war jetzt nicht unbedingt die Rede, die ich hören wollte, aber okay. Was ist mit der Revolution? Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Marcus ist voll der schnieke Typ. Aufbruch. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, da bekommt man schon Gänsehaut. Mit Rose gesprochen. Können wir hier sonst noch irgendwas tun? Nein. Das heißt, wir begeben uns jetzt mal in mehr oder minder den sicheren Tod. Wir könnten mit der Wache hier sprechen. Warum auch immer. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch... Ey, das ist überhaupt keine Wache. Aber zu sehen, was Marcus tut, mir zeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Danke. Das wird jetzt lustig. Das Einzige, was genau passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss die eh wieder in zwei stempeln, weil alles viel zu lange dauert. So oder so, man hört es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, habe ich Angst. Angst vor dem, was gleich passieren wird. Sowohl Jerry als auch Rose sind auf unserer Seite. Bei Kara. Bei Marcus ist es hoffentlich die ganze Welt. Und bei Connor, da haben wir es geschafft, relativ viele Androiden auf unserer Seite zu... Also, die zwei, drei Androiden, die da im Lager waren, das... nebensächlich. So oder so, mein Herz macht dok, 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 dok. Ich will wissen, was passieren wird hier bei Passport Control. So oder so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Android Mr. Grutzi 2000. Bis dahin... Tschüss.